Hallo Fallout-Geschädigte und Hobbyhandwerker. Ich möchte mit diesem Video den Grundstein für mein erstes Projekt in Fallout 4 legen. Zugegebenermaßen etwas spät. Ihr kennt mich ja, ich habe schon ziemlich viel gebaut und ich möchte eigentlich jetzt auf einer der größten Flächen endlich mal so eine Art Gesamtprojekt unter einem bestimmten Thema, beziehungsweise eigentlich sogar mit mehreren Themen angehen. Was genau dabei am Ende rauskommt, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, dass ich das so, wie ich mir das vorstelle, alles umsetzen kann. Aber ich möchte es zumindest versuchen und in diesem Video mit dem ersten Gebäude auf Spectacle Island beginnt eine Art Apartment-Komplex, wo dann die ganzen Leute wohnen können. In den folgenden Minuten möchte ich euch also von Anfang bis Ende zeigen, wie ihr ein solches Apartmentgebäude bauen könnt, was ihr dabei beachten müsst. Und ja, ich werde jetzt die einzelnen Schritte quasi hier nacheinander durchgehen. Im Gegensatz zu meinem Hausbauvideo werde ich das Ganze jetzt hier mit Schnitten versehen, euch nur die einzelnen Etappen zeigen, weil das Ganze deutlich zu lange dauern würde. Also es wären hier mehrere Stunden Video, wenn ich euch das genauso wie bei dem Hausbau zeigen würde. Fangen wir doch direkt mit der ersten Stufe an. Ich habe hier schon mal das Grundfundament gelegt. Also das wird das Ausmaß des Apartmentkomplexes. Die Fläche ist 6x7 bzw. 12x14 Felder groß. Also ich will sagen, ich habe diese 2x2 großen normalen Bodenplatten genommen. Wenn ihr das baut, ist es extrem wichtig, dass ihr für all das hier die Stallböden verwendet, da die Wände da an jedes Bodenteil, also an den Rand von jedem Bodenteil snappen können. Ich habe hier teilweise jetzt ein paar Lagerhausteile reingesetzt. Ihr konntet gerade in der Mitte oder könnt jetzt immer noch in der Mitte so eine Art Durchgang sehen. Das wird der Korridor zu den ganzen Apartments. Und diese etwas helleren Teile jetzt auf der rechten Seite, beziehungsweise die sich entlang des Korridors ziehen, sind Bodenplatten, die halbe Räume werden. Die habe ich also so schon mal richtig positioniert, damit die Wände da gleich problemlos dran snappen. Eine weitere wichtige Sache, die ihr beachten solltet, ist, wenn ihr Strom durch das ganze Gebäude fließen lassen wollt, beziehungsweise erstmal ins Erdgeschoss, dann solltet ihr ein bisschen Spielraum nach unten haben. Also ich habe hier mit Absicht ein bisschen viel Spielraum. Ich kann euch dadurch am Ende nochmal zeigen, wie ihr das alles füllt. Aber ein bisschen was, also zumindest so eine halbe Etage hoch sollte da sein, damit ihr die ganzen Kabel da drin verstecken könnt. Dieser Bau war übrigens mein erster Versuch. Das Layout ist daher nicht gerade das Beste. Ich werde dazu noch im Verlauf des Videos ein, zwei Takte sagen. Grundlegend möchte ich einfach mal erwähnen, ich würde es, wenn ich es jetzt neu bauen würde, etwas anders aufziehen. So, der nächste Schritt besteht also jetzt darin, die Wände für das Erdgeschoss zu platzieren. In meinem Fall sieht das Ergebnis jetzt so aus. Also das wird meine Aufteilung. Ihr könnt sehen, ich habe 4 Apartments pro Etage. Jedes Apartment ist 3x3 bzw. 6x6 Felder groß und in den Ecken wird jeweils ein Balkon entstehen. Also ein Drittel des Apartments ist Balkon und zwei Drittel ist das eigentliche Apartment. Bei meiner Aufteilung ist jetzt mittig unten und mittig oben so ein kleiner halber Raum. Das wird so eine Art Lagerraum sein, der an den Balkon grenzt. Und ziemlich in der Mitte die halben Räume, das werden die Badezimmer bzw. Toiletten sein. Die anderen Räume außen, die etwas größer als die Toiletten sind, werden dann die Schlafzimmer. Im Nachhinein würde ich die ein Feld größer machen, also 3x2 bzw. 1,5x1. Aber nun ja, jetzt ist zu spät. Ich habe es bereits gebaut. Ich habe jetzt also wirklich nur normal Wände aufgestellt, nichts weiter bisher gemacht. Der dritte Schritt sollte jetzt sein, die Elektrizität für das Erdgeschoss im Keller zu verstecken. Ich habe hier zugegebenermaßen viel zu viele Stromgeneratoren jetzt aufgestellt und aneinandergereiht. Es liegt mehr oder weniger daran, dass ich eigentlich die Stromversorgung für meine ganze Siedlung hier unter diesem Haus verstecken möchte. Das braucht ihr natürlich nicht machen. Was ihr in diesem dritten Schritt machen solltet, ist unter jeder Platte ziemlich mittig einen so einen Stromkonnektor zu verstecken und da tatsächlich ein Kabel hinzuspannen, damit Strom fließen kann. Ich habe hier alles kreuz und quer gespannt, muss nicht sein, schadet aber auch nicht.
im vierten Schritt platziere ich jetzt die anderen halben Wände. Also ich mache das Ganze hier halt ohne Mods, was bedeutet, ich habe jetzt halbe Wände von dieser Scheune halt an einigen Stellen platziert, zum Beispiel hier bei dem Lagerraum. Und da muss ich jetzt quasi die andere Hälfte ergänzen bzw. Lücken füllen, weil diese Wände halt rausgebrochen sind. Dazu verwende ich mal wieder diesen Mattentrick, also Rug Glitch, wie er im Englischen heißt und ihn die meisten Leute wohl bezeichnen. Das heißt, ich nehme eine halbe Wand, eine rechte oder eine linke, je nachdem, was gerade benötigt wird, lege in dem Fall den Rug, also die Matratze davor und selektiere dann alles zusammen, indem ich den Select-Button gedrückt halte. Und dann trage ich das Ganze zu der anderen halben Wand, die ich bereits normal platziert habe und ergänzen möchte. Ich würde empfehlen, das Ganze eigentlich von der anderen Seite zu machen, also von der Innenseite der Wand, wo diese Innenverkleidung zu sehen ist. Meiner Meinung nach kann man die Sachen da besser platzieren, aber kann auch Einbildung sein. Und damit ist die erste Etage jetzt eigentlich fast fertig. Also ich habe jetzt den Strom unten drunter im Keller, ich habe die Wände aufgestellt und ich habe jetzt auch die Löcher gestopft, so gut es geht. Eigentlich war mein Plan ganz am Anfang, dass dieser Eingangskorridor bis hinten durchgeht, da dann eine Treppe ist, die auf die Etage 2 geht und da der Korridor genauso weiterverläuft. Aber den Plan habe ich jetzt mitten im Bau verworfen und mir gedacht, ich mache das Ganze barrierefrei und baue direkt mal einen Fahrstuhl mit ein. In dem Fall jetzt einen 2-Etagen-Fahrstuhl. Ihr könnt natürlich auch einen größeren nehmen, wenn ihr mehr Stockwerke bauen wollt. Aber ich habe jetzt erstmal nur den beziehungsweise einen 2-Etagen-Fahrstuhl. Und den kann ich jetzt sogar problemlos mit Strom versorgen, wie ihr gesehen habt. Also ich habe einfach die Leitung unten zu dem Generator gespannt. Die geht ja immer von diesem Schaltfeld aus und verläuft in dem Fall nur durch den Fahrstuhl. Deswegen war das kein Problem, unten den Generator damit zu koppeln. Und jetzt kann ich schon sehr bequem in Stockwerk 2 fahren, obwohl das noch gar nicht vorhanden ist. Aber dann kam mir noch ein anderer Gedanke, denn eigentlich können jetzt ja die ganzen NPCs nicht wirklich hochgehen, weil die können keine Fahrstühle benutzen und entsprechend muss ich jetzt eigentlich auch noch eine Art Treppenhaus einbauen. Und da war jetzt meine echt blöde Idee eigentlich, wir machen so ein Treppenhaus, was sich um den Fahrstuhl drumherum windet. Ich habe gedacht, das Ganze wäre kein Problem, habe hier einfach diese 1x1 großen Bodenteile eingesetzt, damit ich die ganzen Wände platzieren kann. Und ja, jetzt das Treppenhaus so schrittweise bauen kann. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, das war eine total bekloppte Entscheidung und ich kann dieses feldgroße Treppenhaus absolut nicht empfehlen. Es ist alles möglich, auch ohne Mods, aber ich musste schon sehr viel glitchen, damit das am Ende überhaupt gepasst hat. Was genau ich damit meine, werdet ihr in den nächsten Minuten noch sehen, aber ich würde auf alle Fälle empfehlen, wenn ihr tatsächlich Lift und Treppenhaus bauen wollt, dann macht das Ganze nicht mit halbbreiten Platten bzw. Bauteilen. Wenn ihr die normalbreiten, also eigentlich diese 2x2 großen Flächen benutzt, wird das Gesamtprojekt deutlich einfacher. Die kleinen Löcher, die das Haus nachher hat, hat es eigentlich nur, weil ich halt diese halben Bodenplatten benutzt habe. Oh ja, eine Sache bei diesem ganzen Bau, die gerade mal kurz im Bild zu sehen war, jetzt momentan aber gerade nicht. Ich hatte tatsächlich Probleme, diese halben Wände richtig zu platzieren. Der Trick, der dahinter steckt, also weswegen es klappt oder nicht klappt, ist, dass die Wände halt immer an die, ich sag mal, Außenseite der Bodenplatte dran snappen und je nachdem, welche abgerissene Wand, also in welcher Richtung sie abgerissen ist, ihr da dran platzieren wollt, klappt es dann oder nicht. Im Zweifelsfall müsst ihr also einfach das andere Wandteil nehmen oder die Bodenplatte, sag ich mal, drehen bzw. anders platzieren. So, jetzt ist mir aufgefallen, dass ich ja auch noch oben einen Gang haben muss und den hier gewissermaßen einplanen muss, weil die Treppe da so ein bisschen im Weg ist. In diesem kleinen Raum, also in der Hälfte von dem Raum, wollte ich eigentlich die Elektrizität verstecken.
Daraus habe ich jetzt aber einen großen Raum gemacht. War ein Fehler, hätte ich nachträglich nochmal eine Wand reinziehen sollen. Müsst ihr nicht weiter darauf achten. Aber so komme ich später einfacher dran. So, und an dieser Stelle bin ich jetzt das erste Mal auf ein tatsächliches Problem wegen diesem ein Feld breiten Treppenhaus gestoßen, denn unter der Treppe ist jetzt ein Loch. Ich habe als erstes mal versucht, das zu stopfen, indem ich eine Treppe runtergebaut habe, um auf einer halben Etage zu sein und dann da eine Wand dran zu platzieren, um das Loch damit zu flicken, was auch während des Baus jetzt längere Zeit besteht. Aber im Endeffekt konnte ich deswegen dann später das Fundament an der Stelle nicht austauschen. Kann ich also nicht empfehlen. Was ich ganz am Ende dann für das Problem gefunden habe, war da einfach so ein Balkonstück dran zu pappen und damit das Loch einigermaßen überzukleistern, war immer noch besser als alles andere. Wie auch immer, das ist dann der nächste Schritt gewesen. Also hier könnt ihr jetzt das Erdgeschoss sehen, noch ohne Decke, aber mit Fahrstuhl und Treppenhaus, wie ich das gerade gebaut habe. Im nächsten Schritt werde ich jetzt also die Decke reinziehen. Bevor ihr das macht, müsst ihr auf alle Fälle sämtliche Wände geflickt haben, also den Rug-Glitch verwendet haben, um die letzten Löcher zu flicken, weil es deutlich schwieriger ist, Wände zu platzieren, wenn schon eine Decke vorhanden ist, durch die ihr durch müsst. Decke reinziehen ist auch ganz einfach. Ich verwende jetzt hier gerade mal die Ecke vom Balkon dafür. Nehme wieder so ein halbes Teil, in diesem Fall aus dem Betonset, weil das Betonset halt niedriger ist als das Stahlset, was ich eigentlich verwendet habe. Ich nehme jetzt hier einfach so eine runde Ecke quasi, lege da einen Boden rein, das snappt am einfachsten und das Ding benutze ich jetzt als Referenzpunkt, um tatsächlich Stallböden zu platzieren. Falls ihr mein Hausbauvideo gesehen habt, kennt ihr die Verfahrensweise ja schon, also an diese Beton- bzw. Stahldecke kann ich jetzt problemlos die normalen Decken von dem Stahlset dranhauen und die wandern dann dadurch auch durch die Wände. Das klappt tatsächlich nur mit den Decken von dem Stahlset, das geht nicht mit den normalen Holzdecken aus dem Holzstrukturenmenü. Das Einzige, was ihr hier beim Bau dann beachten müsst, ist, dass an den Stellen, wo ihr tatsächlich durch so ein 2x2 großes Feld eine Wand gezogen habt, dass ihr da dann auch halbe Decken reinzieht, also diese 2x1 großen Teile jeweils zweimal nebeneinander. Ihr könnt das Ganze von unten machen oder, da wir ja einen Fahrstuhl haben, auch von oben, sollte beides kein Problem sein. Wenn diese Decke drin ist, also mehr oder weniger der Boden von der Zwischendecke, möchte ich es jetzt mal nennen, dann müsst ihr anfangen, den Strom bzw. die Leitung zu verlegen. Die Leitung für, ja ich sag mal, das zweite Geschoss. Wir beziehen hier den Strom immer aus der Etage darunter bzw. aus dem Boden und das bedeutet, wenn ihr wie ich zwei oder sogar mehr Etagen habt, müsst ihr jeweils an einer Stelle vom Haus eine Leitung in diese Zwischendecke verlegen. Ich habe dafür jetzt einfach einen der Lagerräume verwendet. Ich nehme hier nochmal kurz ein, zwei Decken raus, damit ich das Kabel da durchspannen kann. Wichtig ist halt, dass ihr die Konnektoren platzieren könnt und das Kabel spannen könnt. Danach könnt ihr meinetwegen auch wieder einen Boden reinziehen, der das Kabel durchtrennt, der Strom fließt da trotzdem durch. Haltet euch im Zweifelsfall also einen so einen kleinen Schacht, muss nur 1x1 groß sein, frei, um Leitungen in sämtliche Etagen verlegen zu können. Und jetzt seht ihr schon, habe ich gewissermaßen ein Problem. Also bin jetzt auf der Etage, aber ich habe jetzt lauter Wände, die mich davon abhalten, eigentlich die Stromkabel weiter zu spannen. Denn ich kann kein Stromkabel durch die Wand ziehen. Oder stopp, kann ich doch. Habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ihr könnt zwar kein Kabel direkt spannen, aber ihr könnt diesen Konnektor erstmal an eine Position stellen, wo ihr problemlos ein Kabel spannen könnt. Dann nehmt ihr euch wieder so eine schicke Matte und verwendet den Rug-Glitch. Also stellt den Konnektor, nachdem ihr das Kabel gespannt habt, auf den Rug und platziert den dann neu. So, ihr seht, ich habe das Kabel gespannt, jetzt bewege ich den Konnektor und nun
läuft das Kabel durch die Wand. Und von da aus kann ich jetzt wieder die nächsten Konnektoren erreichen und anschließend suche ich mir halt wieder eine Matte und mache das Ganze so lange, bis die Verkabelung fertig ist. Wie schon zuvor müsst ihr halt möglichst dafür sorgen, dass im Zentrum jeder Platte, also jeder 2x2 großen Platte Strom ist, damit der garantiert überall hinfließt. Und das Ergebnis von diesem Schritt sollte dann ungefähr so aussehen. Ich habe mir das jetzt erspart, auch noch zu den Balkonen Strom zu verlegen. Da kann ich auch eine Kerze aufstellen bzw. ein bisschen Strom von der Innenwand abzwacken. Das geht problemlos. Und an diesem Punkt bin ich jetzt auf ein weiteres Problem gestoßen, was ich bei meinem alten Haus nicht hatte. Denn dadurch, dass ich Balkone habe, habe ich jetzt Stellen, wo diese Zwischendecke quasi offen liegt. Was ich mir überlegt habe, ist, ich nehme jetzt halbhohe Wände und verkleide damit erstmal die Balkone, um diese Zwischendecke quasi abzudecken. Wie ihr sehen könnt, klappt das erstmal total super, aber an den Stellen, wo ich diese halbbreiten Teile, Bodenplattenwände verwendet habe, geht es halt gar nicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ihr solltet besser nur so 2x2 große Platten bzw. Wände verwenden. Wie ich das Problem gelöst habe, zeige ich euch gleich noch. Machen wir erstmal weiter. Platzieren wir den richtigen Boden, also decken diese Zwischendecke quasi ab. Das ist jetzt wieder so ein super einfacher Schritt. Das ist nur Fleißarbeit. Ihr müsst einfach die Teile genauso auslegen, wie ihr vorher das Ganze bei der Decke gemacht habt. Und wenn ihr mit diesem Schritt fertig seid, sollte das Ergebnis ungefähr so aussehen. Auch der nächste Schritt ist jetzt wieder reine Fleißarbeit. Ihr müsst wieder Wände aufstellen und das mehr oder weniger genauso wie auf der Grundetage. Die sollten problemlos snappen, weil ihr ja zwangsläufig die gleichen Bodenteile ausgelegt habt und damit die Formen bzw. das Layout vorgegeben habt. Und bevor wir jetzt da auch wieder eine Decke reinziehen, kommen wir mal zu dem Problem, was ich gerade noch hatte, nämlich die Wände vorne am Balkon bzw. an der Front, die nicht verkleidet waren wegen der Zwischenetage, wo also so kleine Löcher entstanden sind. Meine magische Lösung war jetzt einfach, eine Wand vorne dran zu klatschen. Also die habe ich umgedreht, quasi die Außenseite nach innen und vor die andere Wand, wie ihr sehen könnt, hat das problemlos geklappt. Dadurch sieht die Front jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, aber das Loch ist geflickt. Und da wir da jetzt so eine Art Referenzpunkt geschaffen haben, kann ich auch so problemlos eine halbhohe Wand da dran setzen und somit genau auf der Höhe bzw. von der Fläche her das abdecken, was der Balkon ausgemacht hat. Ich platziere jetzt nochmal schnell die ganzen halben Wände, was mal wieder im Treppenhaus ein ganz schönes Hickhack ist. Da müsst ihr dann eventuell mal wieder ein paar Bodenplatten austauschen, damit die Wandteile richtig snappen. Außerdem solltet ihr darauf achten, ob ihr ein rechtes oder ein linkes Wandteil habt und das an der richtigen Seite snappen kann. Wie jetzt schon öfters erwähnt, macht kein einmal irgendwas großes Treppenhaus. Es bringt nur Probleme mit sich. Das soll nicht heißen, dass ihr eines dieser Standard-Treppenhäuser bauen müsst. Ihr könnt aus 1x1 großen Platten problemlos ein Treppenhaus auf einer 2x2 großen Fläche bauen, aber benutzt eben diese 2x2 große Fläche, damit ihr nicht so große Platzierungsprobleme habt wie ich hier. Man macht sich einfach das Leben nur unnütz schwer. Und bevor wir jetzt wieder die Decke reinziehen, dürft ihr erneut nicht vergessen, die ganzen anderen halben Wände reinzuglitschen, weil das, wie gesagt, später umso komplizierter ist, wenn die Decke drin ist. Und wenn ihr mit dem Schritt dann fertig seid, sollte das Ergebnis ungefähr so wie bei mir jetzt hier aussehen. Ach ja, ich hatte übrigens innen so ein paar Lagerhausteile verwendet, deswegen ein bisschen mehr metallischen Look reingebracht. Ich dachte mir, für die Eingänge der Wohnung wäre das vielleicht ganz witzig. Ich habe jetzt schon mal ein, zwei Lampen angebracht, um zu zeigen, dass die ganze Elektrizität tatsächlich so schon funktioniert. An der Stelle wiederholen wir jetzt einfach nur das, was wir vorher schon gelernt haben. Das heißt, ihr reißt wieder ein, zwei Wände raus, um so eine Betonwand reinzuziehen und die richtige Höhe für die Decke zu kriegen, also die richtige Höhe für die Zwischendecke. Dann benutzt ihr diese Betonbodenplatten, um den normalen Stallboden reinzuziehen. An dieser Stelle habt ihr jetzt natürlich auch noch andere Optionen. Falls es eure höchste Etage wird, könnt ihr auch die
Decke wieder ganz normal höher anlegen, wenn euch das gefällt. Oder ihr könnt ein offenes Dach machen, indem ihr dann darauf direkt das Spitzdach draufsetzt. Wäre ja möglich, weil ihr für eine weitere Etage keinen Strom mehr braucht und deswegen die Zwischendecke auch nicht unbedingt haben müsst. Ich habe jetzt als Mini-Zwischenschritt nochmal ein, zwei Gartentore, Gartenzäulen hier platziert, um die Sicht aus dem Fahrstuhl zu blockieren. Müsst ihr aber auch nicht zwingend machen. Wie auch immer, solltet ihr dann zu ungefähr so einem Zwischenergebnis hier gekommen sein. Ich hatte jetzt erst überall Dächer platziert, werde aber gleich die Dächer über den Balkonen wieder entfernen, weil ich es für eigentlich schwieriger halte, da jetzt nochmal etwas draufzusetzen bzw. die Sachen zu verstecken, die da entstehen würden. Aber je nachdem, wie euch das gefällt, könnt ihr das natürlich auch anders handhaben. Und jetzt müsst ihr euch nur noch für eine Art des Daches entscheiden. Wie ihr sehen könnt, müsst ihr nur Referenzpunkte schaffen, damit ihr die Sachen auch in der Luft platzieren könnt. Sollte alles überhaupt kein Problem sein. Ich habe mich hier jetzt für ein etwas unorthodoxes Dach entschieden. Also ich habe so drei Dächer nebeneinander gemacht, habe da noch eine kleine Lücke. Die muss ich jetzt gleich wieder mit Dachteilen auslegen. Aber das ist auch kein Problem. Die snappen da wieder problemlos dran, weil ja Wände vorhanden sind und ich diese normalen 1x1er Teile verlegen kann. Jetzt sieht unser Apartmentkomplex schon ziemlich fertig aus. Zumindest was Wände, Böden und Dächer angeht. Ich habe jetzt hier tatsächlich ein, zwei Löcher über dem Treppenhaus, die kriege ich auch ehrlich gesagt nicht gefixt. Da müsste ich jetzt extrem glitschen, da kann ich euch keinen Tipp für geben. Aber andererseits, wir sind hier in Fallout, das ein oder andere Loch gibt es hier eigentlich überall. Wir sind aber noch nicht komplett fertig, denn wir müssen das Fundament noch austauschen. Ihr könnt jetzt im Erdgeschoss problemlos sämtliche Böden, also die normalen Stallböden, rausreißen und gegen irgendwelche Betonklötze ersetzen, um einen, ich sag mal, Weg zum Boden zu finden, um das Ganze nicht schwebend aussehen zu lassen. Wenn ihr das schrittweise macht, also immer nur ein oder zwei Teile rausnehmt und dann gegen neue Blöcke ersetzt, sollten die genug Referenzpunkte haben, dass die an die richtigen Stellen snappen. Und diese Fundamentteile interessiert das überhaupt nicht, ob da unten ein Stromgenerator steht oder einfach nur ein Konnektor ist mit einer Leitung. Die snappen da drauf und ihr habt den Strom weiterhin, der durch euer Fundament quasi fließt. Die einzige problematische Stelle, die ich jetzt tatsächlich gefunden habe, ist unter dem Fahrstuhl. Also der Fahrstuhl ersetzt den Boden. Ich will den Fahrstuhl ja eigentlich nicht rausreißen, sondern Fundamente drunter setzen, aber das snappte tatsächlich bei mir nichts hin. Was ich jetzt also im Endeffekt gemacht habe, war den Fahrstuhl nochmal rauszureißen, das Fundament reinzusetzen und dann wieder einen Fahrstuhl draufzusetzen. Das war zugegebenermaßen jetzt ein riesen Heckmeck. Also gar nicht mal den Fahrstuhl da zu platzieren, wie ihr es momentan sehen könnt. Das ging relativ einfach. Das Problem war, den Strom wieder an den Fahrstuhl ranzubringen. Ich musste deswegen auch noch ein, zwei Wände mal wieder rausreißen. Und ja, das ist echt problematisch. Also falls ihr einen Fahrstuhl einbaut, sorgt dafür, dass ihr einen Konnektor in der Nähe habt, der leicht zugänglich ist. Und so ganz nebenbei hatte ich auch noch eine zweite Etage Fundament geschaffen. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ihr könnt diese Holztreppen nehmen, die zwei Etagen normalerweise miteinander verbinden. Die snappen an diese Fundamentblöcke problemlos dran. Und dann habt ihr den Grundstein für eine weitere Ebene nach oben oder unten geschaffen. Und dadurch auch wieder so einen weiteren Snap-Punkt, um das Fundament unter das erste Fundament zu setzen, falls ihr so viele Etagen habt, wie ich das hier habe. Dieses ganze Snapping ist ein bisschen kaputt und funktioniert manchmal nur durch den richtigen Blickwinkel. Das ist echt eine komische Sache hier in Fallout 4. Ihr müsst einfach mal die Perspektive drehen, ein bisschen nach vorne und hinten bewegen und irgendwann snappt es dann schon. Und damit ist das Haus dann eigentlich fertig. Ich habe überall das Fundament ersetzt. Oh, stopp. Ich habe nicht überall das Fundament ersetzt. Da ist noch eine Lücke. Die flicke ich gleich noch, aber prinzipiell war es das jetzt. Und damit möchte ich diesen kleinen Bauguide auch schon abschließen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen und es sind bei euch keine Fragen offen geblieben. Wenn doch, schreibt sie in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, ihr gebt dem Video ein Like. Vielen Dank!